Willkommen zurück auf dem Channel. Wir sind hier wieder im Silverback. Heute ist es Formcheck und zwar nicht allein. Ich bin hier wieder mit Tom am Start, IFBB Pro. Heute wird er meine Form bewerten. Ja, hier ein bisschen von einem anderen Blickwinkel. Nicht hier von der Natural Schiene, sondern wirklich IFBB. Vielen Dank, dass du drüber schaust. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du sagst. Also ich schaue sehr, sehr gerne drüber. Wie gesagt, wir hatten jetzt auch eine geile Einheit. Ich bin gespannt. Ich kenne den Ramon nur aus Videos und Fotos. Er hat mich vorhin auch gesteckt. Seine Kameraskills sind richtig gut. Also er sieht auch Videos und Fotos richtig gut aus. Heute sehen wir mal, ob es live auch so gut ist. Ich denke schon. Also ich denke nicht, dass er mich enttäuschen wird. Ich werde aber bewusst kritischer sein. Weil es geht jetzt hier um IFBB-Standard und nicht Natural-Standard. Absolut. Deshalb, ja, würde ich mal sagen, wir lassen die Hosen runter. Definitiv. Vielleicht für euch als Kontext, ich bin wirklich Peak-Off-Season. Ende August geht es in die Diät. Ich bin momentan 106 Kilo auf 1,80. Das ist schon viel, also viel fetter werdet ihr mich wahrscheinlich nicht mehr sehen. Das ist wahrscheinlich das letzte Off-Season-Update. Dann geht es dann bald in die Diät. Ja, jetzt werden die Hosen runtergelassen. Aber noch kurze Frage, wenn du jetzt sagst, das letzte Off-Season-Update, wie viele Wochen planst du ein für deine Diät? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Mein Coach plant das am Ende des Tages. Mhm. Wahrscheinlich wollen wir schon so 10 Kilo runter, kann ich mir gut vorstellen. Und das heißt, wie viele Wochen? 12, würde ich sagen, okay. Für 10 Kilo. Perfekt. Safe. Ich habe mir jetzt noch Unterstützung geholt für den Formcheck. Ich habe den Gabriel, meinen Trainingspartner, meinen Mentor aus der Prep mit dabei noch. Das ist so das vierte Paar Augen von Callum, würde ich mal sagen. Der schaut jetzt mit mir über den Ramon drüber. Und jetzt ist ich auf den ersten Blick sehr, muss ich sagen, impressive. Ja, aber ich habe ehrlich gesagt nicht anders erwartet. Ich meine, ich weiß, dass er impressive wird. Von daher bin ich jetzt gespannt, wie die Hosen aussieht. Ich würde auch sagen, lassen wir mal den Ramon loslegen. Was halt wirklich sehr, sehr mächtig ist, ist der Unterkörper. Also so, was meint ihr? Hau mal noch eine Side-Chest raus. Ja, ich mach diese Seite hier. Dreh dich noch ein bisschen mehr ab. Ja. Und Back Double Bizeps. Ja, yep, genau so. Das Standbein ein bisschen nach außen drehen. Das andere, genau. Das mehr in X-Kreis. Genau so. Da kommen die Adduktoren auch schöner zusammen. Es wird ein größeres X. Die Taille wird schmäler. Und gut, passt so. Mach nochmal den Lat, mach den nochmal. Genau, versuch diese Abrundung zu halten, auch wenn du nach hinten lehnst. Bleib mit dem Oberkörper weiter vorne mit den Schultern. Noch mehr, also dass du hier noch mehr das machst, genau. Dass du hier dich, genau, dass du die Rundung nicht verlierst. Yes. Sehr geil. Da merkt man, am Posing muss definitiv noch gearbeitet werden. Ja, aber ich sag mal, du hast jetzt die Masse und die Qualität, dass du das Posing wegmachen kannst. Das Posing kann man verbessern, aber es ist brutal, was für eine Qualität das du hast. Man sieht die Struktur und teilweise Streifen, trotzdem Wasser und Fett, was du hast. Bei der Side-Line-Up, kurz mal eingeblendet, sieht man halt wirklich, du hast trotzdem noch Cuts, obwohl du Wasser und auch ordentlich Fett, verhältnismäßig Fett hast. Was halt bei dir sehr offensichtlich ist, ist die Schultern sind halt eine Schwäche. Mhm. Aber kannst du kaschieren, kannst gut kaschieren, aber vor allem die Rear Delts, würde ich sagen. Halt. Genau, das sieht man also Back Double, im Latissimus von hinten auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie schlecht sind. Aber das andere ist halt so fleischig und so massiv.
ist wirklich sehr heftig und ich würde dieses Paket auch gerne mal in 3 sehen. Ich weiß, wir haben das Thema in meinem Video besprochen, wir haben es vorhin kurz angehauen. Der Ramon möchte in 24 nochmal natural alles holen, was geht und finde ich auch richtig so, finde ich auch richtig geil. Ich habe vollsten Respekt davor, auch vor allen anderen Natural-Athleten. Für mich gibt es da keinen Unterschied, auch wenn es immer wieder Leute gibt, die Scheiße reden und Verband, mit Verband vergleichen, gibt es für mich nicht. Bodybuilding ist Bodybuilding. Aber nichtsdestotrotz, ich würde dich gerne mal sehen, wenn du wirklich mal, sage ich mal, die Grenzen überschreitest und schauen, was passiert. Ich meine, es gibt Leute, bei denen passiert nichts mehr, aber ich denke, du bist so ein Zünder, du würdest brutal darauf reagieren. Ja, das könnte definitiv sein. Aber schlussendlich, ich bin auch gespannt, vielleicht das nächste Mal auf eine NPC-Bühne auch zu stehen, als Natural. Schlussendlich, ja, die Linie ist nicht so schlecht, wenn hier das Fett noch weggeht und so weiter. Und die Härte kann ich definitiv bringen. Und das ist halt immer so auf diesen Wettkämpfen. Gerade NPC ist die Härte oft ein Problem. Wenn du da wirklich pickelhart kommst, kannst du schon ein paar Leute ausstechen. Aber Fokus ist und bleibt auf den Natural-Verbänden, absolut. Also ganz ehrlich, ich muss jetzt sagen, ein Natural-Athlet mit deinem Niveau, auf deinem Level, der NPC startet, ist in Welten besser als die NPC-Amateur-Athleten. Also ich würde da kein Problem sehen, dich da in einem Overall 7 zu sehen. Also im richtigen Wettkampf absolut möglich. Das wäre geil. Das bin ich definitiv auch der Meinung. Ich meine, das wäre auch mein erster Vorschlag gewesen, sicherlich mal vielleicht einen naturalen NPC-Wettkampf mitzunehmen. Rein von der Qualität, die du mitbringst. Ich weiß ja, wie du, wenn du top in Shape bist, aussiehst. Da kannst du definitiv vorne mitspielen. Also jetzt beim Posing selbst oder rein muskulär, das Einzige, was ich wirklich sehe, ist etwas mehr Thickness in den Lats wahrscheinlich. Und die Delts halt etwas abfallen, weil halt die Chest einfach so massiv ist. Und Unterkörper, da gibt es wirklich, ja, ist halt einfach nicht in dieser Welt. Von daher wirklich unglaublich, das ist wirklich sehr, sehr impressive. Jetzt auch noch, dass die Leute mich falsch verstehen, wenn ich von der IPB rede, rede ich eigentlich grundsätzlich von der MPC, weil man muss die Pro-Card zuerst verdienen. Absolut. Und dort würde ich dich auch als Natural-Athlet sehen, definitiv nicht ohne, sag ich mal, weil es macht gewichtstechnisch noch keinen Sinn für dich, weil sonst wird es schwierig mit dem Limit. Und du hast ordentlich Masse drauf. Ich meine, du wiegst jetzt 106 Kilo, Gewichtslimit ist 86 oder 89, also sind 20 Kilo, die weg müssen und dann bist du Sahara trocken und da brauchst du nichts anderes. Also wäre eigentlich nur dumm, wenn du jetzt, sag ich mal, bevor du die Pro-Card holen könntest, nachhilfst. Ja, dann müsste man dann eigentlich bei Bodybuilding starten. Genau, und es wäre schade um die Linie. Und ich würde mir da zu viele Gedanken machen, stimmt jetzt die Linie und so weiter. Und wir wissen, wenn du inside-out shredded bist, du hast eine sehr, sehr schöne Linie. Da würde ich dich jetzt nicht direkt in eine Sparte stecken, so, oh, das ist Bodybuilding, das ist Classic und so weiter. Wenn du die Condition bringst, Posing on point bringst und deine Schwächen, das kaschierst, deine Stärken hervorhebst, dann sehe ich dich da definitiv. Ja. Soll ich nochmal ein paar Posen machen? Unbedingt. Was wollt ihr noch sehen? Favorite Classic Pose. Mach die Favorite Classic Pose mal ein bisschen eingeknickt, ein Bein absetzen und eine Hand an die Hüfte. Genau. Knick ein. Andere Seite, genau. Und jetzt das Standbein ein bisschen einknicken. Stefan, besser. Genau. Ich würde es aber noch ein bisschen anders machen. Stell noch ein bisschen nach vorne. So, genau. Also, genau. Und jetzt hier noch ein bisschen mehr ins Knie. Und hier, genau. Genau so. Und jetzt das Knie dann noch mehr nach außen drängen. Ja. Genau. Mit mehr einknicken noch. Du musst die Hüfte. Die Hüfte. Ja, genau so. Stern stehen. Irgendwas so. Ja, da fühlt mich noch nicht so gut. Das kommt, aber es sieht gut aus. Say, was haben wir noch nicht gemacht? Schein Trizeps, das passt in der Klassik nicht, aber würde ich trotzdem gerne mal sehen. Das ist die Ehrenlose. Ich muss über Rossi. Also, so sieht es jetzt nicht aus, Freddy. Das ist kein Problem. Ja, doch schon, ich weiß, was du meinst. Aber eben, so schlimm sieht es ja nicht aus. Es gibt Leute, die kommen nicht mal mehr annähernd. Die waren der Most Maskular noch. Sehr nice, dann würde ich sagen, Form passt. Das nächste Mal werden wir von Tom auch noch einen Formcheck rausholen. Genau. Vielleicht dann auch mal ein Posing zusammen. Hätte ich zwar Angst davor, aber wäre natürlich eine geile Sache. Von dem her, ja, ich danke euch beiden. Vielen, vielen Dank fürs Formbewerten. Ja, ist geil. Ich denke, es wird definitiv wieder mal ein Training mit beiden von euch geben. Nächstes Mal auch mit Gabriel.
Dementsprechend schaut unbedingt unsere Trainings an. Tom und ich haben zusammen trainiert, Teil 1 auf seinem Kanal, Teil 2 auf meinem Kanal. Ja, ich werde jetzt mich wieder anziehen. Wir haben noch 1-2 Übungen offen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.